Moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Heute geht es mal um den neuen Low-Budget-Killer der Firma Gigaset, nämlich das Gigaset GS170. Das Ganze ist ein Smartphone, das für 150 Euro im deutschen Markt erhältlich ist und aufs Papier gar nicht so schlechte Leistungen bringt. Also, was in der Verpackung bzw. im Lieferumfang ist und wie meine ersten Eindrücke zu einem 150 Euro Smartphone sind, seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Erstmal vielen Dank an Gigaset, die mich jetzt auch noch mit dem Smartphone unterstützt haben. Die haben ja hier schon für ein ausführliches Unboxing und Review die Gigaset Elements zur Verfügung gestellt und jetzt auch noch das Gigaset GS170. Aber ich denke, wir reden nicht mehr lange drum rum und schauen jetzt mal die Verpackung an. Auf der Vorderseite haben wir das Smartphone erstmal selber, natürlich in schwarz hier, gibt es auch leider nur in schwarz. Wir haben hier Gigaset Logo GS170 hier an der Seite, so oranges Gigaset. Ich kenne Gigaset ja eigentlich nur für ihren Telefon, quasi diese normalen Haustelefone. Haben wir, glaube ich, sogar auch eins. Und ich wusste ja nicht, dass Gigaset Elements bzw. auch Smartphones herstellt, bis ich dann auf ein Video gestoßen bin, wo ich dachte, da fragst du auch mal an. Und dann ist es hier so eine Kooperation draus geworden, was ich sehr, sehr cool von euch finde. Hier auf der Rückseite stehen erstmal die technischen Daten. Wir haben hier erstmal LTE, einen 5 Zoll HD Display, also 27p. Wir haben Android 7.0 Nougat, einen Fingerprinter, Dual SIM, das heißt, dass ihr zwei SIM-Karten auf einmal benutzen könnt, eine 13 Megapixel Außenkamera und eine 5 Megapixel Innenkamera bzw. FaceTime-Kamera, wie man es beim iPhone sagen würde. Wir haben Android 7.0 Nougat, wie gesagt, schon den Quad-Core 1,3 GHz Chipset, 5 Zoll HD, habe ich auch schon gesagt, und 2 GB RAM. Und 60 GB internen Speicher, beziehungsweise der ist erweiterbar mit einer Micro-SD-Karte auf 128 GB, glaube ich. 13 Megapixel Rear und 5 Megapixel Frontkamera. Und dann haben wir noch einen 2500 mAh Akku, der übrigens auswechselbar ist, was auch sehr, sehr cool ist. Was hier drin ist, sehen wir gleich noch. Wie gesagt, von der Verpackung her sehr, sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an so eine iPhone-Verpackung. So von der Größe her könnte die auch vom 6S sein. Natürlich vom Design ein bisschen anders. Sehr, sehr farbenfroh gestaltet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke, wir schneiden hier erstmal die Folie runter. Und dann heben wir mal den Deckel an und schauen, was da drin ist. Ich muss hier erstmal mit meinem Messer rein und das Siegel bzw. die Folie durchschneiden, genau, und dann haben wir hier das Gerät befreit von der Folie. Ich mache mal die Verpackung hoch und schwupps, ist es da hier erstmal das perfekte Zubehör für ihr Smartphone. Die bunten GS170 Cover in Blau und Mokka, die haben wir auch hier, zwei Stück, hier einmal in Blau und in Mokka, wie es da schon da steht. Die wurden mitgeliefert, sehr, sehr cool, dass die auch dabei sind. Und dann haben wir jetzt hier erstmal das Gerät, das legen wir aber dann erstmal zur Seite und kommen erstmal zum Zubehör, beziehungsweise das erinnert mich auch ein bisschen an die Verpackung vom iPhone, denn die hat auch so ein Loch drin. Heben wir erstmal hier dieses Teil hoch und hier kommt erstmal der Quick Start Guide in Deutsch, Englisch, Español. Alles Mögliche würde ich mir jetzt bei einem Smartphone eigentlich nicht durchlesen. Aber ist auch dabei, da gibt es auch noch hier eine Online-Version, da könnt ihr den QR-Code hier scannen, dann bekommt ihr die Online-Version dazu. Dann haben wir jetzt hier erst einmal eine SIM-Karte bzw. ein SIM-Karten-Dummy, dass ihr quasi auch die kleineren SIM-Karten, die zum Beispiel im iPhone verbaut sind, reinmachen könnt. Dann haben wir jetzt hier mal noch den Akku bzw. ja, den Lion Battery, genau. Wir haben hier 2500 mAh, ist eigentlich ein ganz dünner Akku, finde ich. Ja, ist dünn, nicht so schwer. Legen wir auch mal zur Seite, den setzen wir nachher noch ein. Und dann haben wir hier noch ein Ladekabel, das muss ich hier erstmal aus der Verpackung herausbekommen. Leider haben wir nicht USB Typ C, wir haben USB Micro bzw. Micro USB auf USB 3.0, wobei man bei 150 Euro eigentlich auch kein USB C erwarten kann. Braucht man eigentlich jetzt noch nicht, aber 150 Euro sind eigentlich schon Micro USB eigentlich auch schon okay. Ist so ein gummiertes Kabel, ganz cool gemacht. Ist halt einfach zum Aufladen des Smartphones da. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt den Netzstecker. Der hat 5 Volt Output. Ich glaube, mein iPhone hat auch einen 5 Volt Output und das iPad hat 12 Volt Output. Ich benutze immer die iPad-Ladeteile fürs iPhone. Weiß nicht, ob das was bringt, aber das hier ist der Charger bzw. ja, der Steckdosenadapter. Und das war's jetzt mit der Verpackung. Wir legen das ganze Zeug jetzt erstmal auf die Seite und widmen uns
dem Gerät selber. Ich hole das Ganze ja mal aus der Verpackung und sind da Luftblasen drunter? Hä? Also hier wird nochmal ein bisschen erklärt, dass da so alles dran ist. Aber sind das Luftblasen oder was ist das? Warte mal, ich ziehe mal kurz die Folie runter. What? What? Ist das Wasser? Könnt ihr das sehen? Da ist Wasser auf dem Display. Hä? Jetzt spiegelt es ein bisschen. Aber das ist doch Wasser. Hä? Lol. Haben die mir... Warum ist da Feuchtigkeit drunter? Verstehe ich nicht ganz. Ich dachte erst, es sind ein paar Luftblasen, was ja bei Handys eigentlich nicht der Fall sein sollte. Also beim iPhone ist es, glaube ich, mir noch nie passiert, dass ich irgendwie ein iPhone mit Luftblasen bekommen habe. Aber dass da Feuchtigkeit drunter ist... Lol. Gut. Ich denke, ich baue mal das Smartphone zusammen. Ich lege mal hier alles zur Seite. Zu den Covers kommen wir nachher noch. Und ich habe hier noch irgendwo eine SIM-Karte bereitgelegt. Genau, hier ist die SIM-Karte. Und dann denke ich, baue ich mal schnell das Smartphone zusammen. Machen wir einfach an der Seite kurz auf. Und dann machen wir noch eine kurze Tour ums Gerät rum. Und dann denke ich, richte ich es mal ein. Und ich teile mal meine ersten Eindrücke dazu. Ich haue jetzt hier erstmal meine SIM-Karte in das Gerät rein. Es kommt hier einfach hier. Wie gesagt, wir haben zwei SIM-Kartenfächer, beziehungsweise ja, ist ja Dual-SIM. Also ich mache es mal in den ersten Slot hier rein. Und da das noch vom iPhone 4 S die Karte ist, brauche ich diesen SIM-Karten-Dummy nicht. Wenn die jetzt vom SE wäre, die Karte, was ich hier noch irgendwo rumliegen habe, ich weiß gerade nicht, wo es ist, dann wäre die SIM-Karten-Dummy-Konstruktion nötig. Und dann hauen wir einfach nochmal den Akku. Und so ohne Akku ist es eigentlich relativ leicht, das Smartphone. Von der Vorderseite erinnert es mich unwahrscheinlich ans Google Pixel. Also wenn man hier mal die Vorderseite anschaut, ich habe auch vor, den Google N-Launcher bzw. den Pixel-Launcher drauf zu hauen, weil ich mit Android ja noch nicht so vertraut bin, eher so iOS-User. Aber von der Vorderseite sieht es irgendwie unwahrscheinlich ähnlich dem Google Pixel. Hier unten, das stört mich ein bisschen, das sind nämlich keine Softkeys, das sind nämlich nichts. Also das ist einfach nur ein schwarzer Rand, das hätte auch noch Display werden können, weil die Softkeys sind im Display integriert. Aber ich denke, wir hauen jetzt einfach mal den 2500 mAh großen Akku mit der Aufschrift Gigaset rein. Und machen hier mal hinten zu. So, den Chaos können auch mal kurz noch kommen. Die haben ja einmal noch das blaue Cover bzw. das Mocha-Cover. Und insgesamt könnt ihr drei verschiedene Covers für das Smartphone hier erwerben. Also einmal schwarz, das wird Standard bei jedem Gerät mitgeliefert. Mocha und blau, was dann jeweils nochmal 9,99 € kostet. Und so könnt ihr quasi euer Gerät immer eurem Look bzw. das, was ihr zum Beispiel anhabt, oder eben eurem Smartwatch-Armband anpassen. Ich werde wahrscheinlich eher blau, schwarz benutzen, weil es auch eine schwarze Vorderseite hat und ich schwarz ein bisschen schöner finde, also blau ist immer so ein bisschen kindisch. Mocha werde ich vielleicht auch mal drauf machen, aber erstmal werde ich schwarz benutzen und ich baue es hier erstmal wieder zusammen, denn wie gesagt, ihr könnt die Rückseite abnehmen, eine zweite SIM-Karte reinmachen, SD-Karte noch reinmachen und eben den Akku reinmachen. Der Akku ist übrigens der gleiche wie ein GS170, meinte ein Kollege von mir, und ich denke, wenn wir das da hier schon da haben, richte ich das einfach mal schnell ein und teile meine ersten Eindrücke, vor allem auch zu Android, denn ihr wisst, ich bin kein so ein Android-Fan, ich benutze iOS. Aber wie gesagt, ich richte jetzt erstmal ein und dann schauen wir mal noch ums Gerät rum und ich teile einfach meine ersten Eindrücke, auch gerade zum Display. So, hier bin ich wieder mit dem fertig eingerichteten Gearset GS170. Erstmal, um zum Gerät selber zu kommen. Hier hinten haben wir, wie gesagt, die 13 Megapixel Außenkamera. Da haben wir hier einen Flashlight, den Fingerabdrucksensor, der für ein 150 € Handy eigentlich selbstverständlich ist. Dann steht hier erstmal schön Gigaset. Hier unten haben wir noch ein paar Lautsprecher. Und jetzt kommen wir mal zur Seite, denn hier haben wir den An- und Ausknopf, lauter, leiser, Wippe natürlich. Hier oben noch einen Headphone-Check. Ist nicht selten bei Smartphones, außer beim iPhone 7. Ich glaube, ich kann diesen Joke nicht lassen. Ich mache diesen Joke jedes Mal, wenn es um irgendwelche Smartphones geht und die 3,5 Klinkenbuchsen. iPhone 7 hat keins. Egal, ich lasse den Joke. Hier unten haben wir dann noch ein kleines Mikrofon und dann noch den Micro-USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen. Wie gesagt, hat leider kein USB-C, aber für 150 € habe ich das auch nicht wirklich erwartet. Hier vorne haben wir dann noch die Ohrmuschel, das 5 Zoll HD-Display, was auch schon hier so schön spiegelt. Hier könnt ihr euch dann quasi selber in der Kamera sehen. Und dann haben wir hier noch die 5 Megapixel Frontkamera. Und ich denke mal, ich schalte das Ganze mal ein.
einfach hier seitlich lange drauf bleiben und Gear Set, powered by Android. Bin ich mal gespannt. Ich habe es extra nochmal runtergefahren, dass ihr quasi den ersten Moment, wenn es angeht, erlebt. Weil der Ton auch ganz witzig war, wo erklungen ist, als das Teil hochgefahren ist. Ja, dauert kurz. Jetzt kommt gleich ein Ton. Nö. Oder auch nicht. Also beim ersten Mal, als ich es eingerichtet habe, kam ein Ton. Jetzt. Es dauert ein bisschen, bis es bootet, aber das sind wir ja von Smartphones schon gewöhnt. Beim iPhone bootet es lustigerweise nicht so lang, aber bei Android bootet es dann doch immer ein bisschen länger. Beim ersten Mal hat es ein bisschen kürzer gedauert, wobei das war ja dann, beim ersten Mal war es ja noch nicht eingerichtet. Hier sind jetzt schon ein paar Apps drauf. Ich habe versucht vom... es kam kein Ton. Schade. Ich muss kurz den SIM-Pin eingeben und gebe ein 4 bis SIM-Pin ein. Ja, das ist der SIM-Pin. SIM-Karte wird entsperrt. Jetzt müssen wir den normalen PIN noch vom Smartphone eingeben. Und was cool ist, es hat so ein haptisches Feedback, quasi so eine leichte Vibration, wenn man auf der Tastatur tippt, beziehungsweise hier unten auf die Softkeys tippt. Und da ist es! Das Gigaset GS71 ist zum Arbeiten bzw. zum Leben erwacht. Ich habe jetzt hier den Google N-Launcher runtergeladen, weil ich den bei einer Review gesehen habe. Wir haben ja auch das eine Review-Wallpaper, das habe ich eigentlich auch am iPhone, das sieht man jetzt nicht so gut, am iPhone habe ich das auch. Snapchat habe ich auch direkt drauf eingerichtet, weil ich jetzt auch einen Community-Snapchat-Account habe. Könnt ihr auch mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und das ist es, das GS71 von Gigaset. Vom Display her gefällt es mir sehr, sehr gut. Also, wenn ihr mal ein bisschen genau guckt, könnt ihr, Messages wurde beendet, zum Prozessor und so weiter kommen wir gleich noch. Wenn ihr mal so ein bisschen runter auf das Instagram-Logo guckt, dann seht ihr, dass es bisschen undetailliert ist und so leicht verschwommen aussieht, aber an sich so Logos wie WhatsApp oder Spotify und so weiter sehen schon gut aus. Also man merkt natürlich, dass es 720p und kein 1080p Display ist, aber 5 Zoll ist ja auch nicht arg klein. Wie gesagt, also außer das Instagram-Logo, das so ein bisschen verschwommen aussieht, gefällt mir das Display eigentlich sehr, sehr gut. Auch von der Performance her ist es nicht schlecht. Ihr habt gerade gesehen, es hat eine App geschlossen. Ich hatte im Hintergrund relativ viele Apps geöffnet. Wir haben 100%, ich habe es gerade aufgeladen, es wurde mit 56% Akku geliefert. Und ihr habt, glaube ich, 10 GB freien Speicher. Ich mache mal kurz hier das Ganze lautlos, denn hier nicht stören. Das erinnert mich irgendwie an das Menü vom BQ Aquaris M5, was ich ja getestet habe. Da war aber, ich glaube, CyanogenOS drauf, aber das hier oben ist auch angelehnt an CyanogenOS. Ist, wie gesagt, Android 7.0 sogar. Und dafür, dass es Android ist, gefällt es mir eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den N-Launcher drauf mit dem einen Review-Wallpaper und eben hier oben, das finde ich cool, dieses Google-Teil. Und okay, Google. Jetzt hier diese Google-Tag und okay, nice. Also okay, Google geht auch, habe ich alles eingerichtet. Und ich werde es für euch testen. Ich werde auch einen Top 5 Sachen, die uns dran gefallen, Sachen, die uns nicht gefallen, mit Gianni von Technikbasiert machen. Freue dich dann mal auf ein cooles Video und dann sage ich vielen Dank fürs heute Zusehen. Lasst mal ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Handy-Unboxings sehen wollt. In letzter Zeit kamen eher weniger Unboxings, aber ich will jetzt wieder mehr Unboxings machen. Ich werde auch die nächsten 2 Wochen weniger Videos hochladen, da ich für den YouTube-Kanal TechKids, den ihr da oben verlinkt, geht, beziehungsweise auch in meinen Kanalempfehlungen seht, Daily Vlogs produzieren werde. Ich werde mit Lennart, den ihr auch aus den Daily Vlogs von der Vlogbox kennt, 2 Wochen unterwegs sein, unter anderem in der schweizerischen Gegend und auch auf den Video Days. Freut euch da, wie gesagt, auf coole Daily Vlogs. 14 Tage werden wir da wirklich durchhasseln. Er hat, glaube ich, auf seinem Kanal auch eine Daily Vlog Reise vor, beziehungsweise auch 14 Tage eben parallel zu mir Daily Vlogs. Das wird wieder sehr, sehr cool. Abonniert die TechKids jetzt schon mal, wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich nochmal bei Gigaset für die Bereitstellung dieses Pressesamples, das ich auch behalten darf und auch mit den Gigaset Elements natürlich benutzen werde. Die App habe ich natürlich schon installiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.